Hast du eine Brezel dabei? Habe ich. Danke. Weißt du, ob wir Croissants haben oder so? Nee, nicht mehr. Nur noch diese Laugenbrötchen. Nee. Dann gib mal irgendwie so ein helles Brötchen. Also. Einen guten Appetit. Der Fraß schmeckt eh nicht. Mensch, Hubert, können wir nicht einmal anfangen, gemeinsam zu essen? Hubert, das muss doch nicht sein. Wir haben doch schon genug zu essen. Alles muss man selber machen, Mensch. Das schmeckt doch scheiße. Ich finde es echt doof. Komm, lass gut sein. Es ist doch ganz lecker. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ihr könnt allein essen. Na toll, der versorgt dann immer das Essen. Der versorgt auch wieder nicht. Sag mal, wie sieht's da eigentlich aus? Gibt's da außer Grün für dich auch irgendwann noch mal was Scheiß zu essen? Arnold, los, geh in dein Zimmer! Nein. Verschwind! Nein, ich bleibe. Geh! Nein, ich bleibe. Ich hab dir gesagt, geh in dein Zimmer! Nein, hab ich gesagt! Du bist nicht mein Vater! Aber ich kümmere mich mehr um dich! Arnold, geh in dein Zimmer! Besser ist das! Nein! Meinst du, ich würde deiner Mutter ernsthaft was tun? Du lügst. Kannst du mich abholen? Ich muss hier weg. Sorry. Wir müssen dringend reden. Es tut mir leid. Ist doch eigentlich auch gar nichts passiert. Nein, Robert, geh einfach. Mach's nicht, was du schon isst. Ich rufe dich später an, wenn wir losfahren. Mala. Du bist doch an allem schuld. Los! Du ordentlich! Geh! Thank you.
Arnold, du hast gesagt, du verstehst da etwas nicht. Was meinst du denn? Warum glaubst du, sind wir ausgezogen? Weil deine Mama immer alles verkompliziert und überreagiert. Aber das weißt du doch selbst. Ja. Und die Sache mit Sari hatte nichts damit zu tun. Ein bisschen schon. Aber das war ein Ausrutscher. Ich hätte ja doch nie was getan. Und das weiß doch auch deine Mutter. Und trotzdem überreagiert sie. Ein Ausrutscher. Ein Ausrutscher. Und du hättest ihr niemals was getan. Ist das dein Scheiß Ernst? Ja, was sollte ich da? Spar dir deine Erklärungen. Ein Ausrutscher. Was glaubst du bitte, was das ist? Tu es gar nicht so unschuldig. Mann, Arnold, ich wollte es doch auch nicht. Das war ein Ausrutscher. Sei einfach still, okay? Wenn du das alles nicht wolltest, warum hast du es nicht dann gleich gelassen? Und du hättest ihr niemals was getan. Bullshit! Diese ganze, ich hätte ja niemals Scheiße, kannst du vielleicht meiner Mutter erzählen. Aber mir nicht. Was wäre denn, wenn du es übertrieben hättest, hä? Du hättest ihr niemals was getan. Dafür warst du spät, als du hinterhergerannt bist! Diese blöde Ziege, die ist doch an allem schuld. Ohne die wäre das doch gar nicht passiert. Es war doch alles super. Und dann kommt die und macht alles kaputt.